Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Murder Soul Suspect. So, letztes Mal haben wir uns die Geschichte des Hauses des Urteils angehört und haben etwa gefühlte 20 Minuten sind einfach nur durchs Haus gelaufen und haben versucht, alles, alle Bruchstücke der Geschichte zu finden. Und wir betreten jetzt mal die Stadt und machen uns auf zum letzten Gefecht. Auf geht's zum Museum von Salem. Jawohl. Wenn ihr natürlich wollt, dass ich die restlichen Geschichten, die wir gefunden haben, noch einsammle, dann mache ich es gerne. Müsst ihr mir nur in den Kommentaren sagen, hör mal, ich möchte gerne die Geschichte noch weiter gucken. Such doch weiter die Geschichten bitte. Kein Problem, mache ich. Oh, okay, kleiner Leck. Das haben wir ja auch schon abgeschlossen. Das war ja auch eine optionale Gegend hier. Dann schauen wir mal, was uns im Museum von Salem erwartet. Ich ahne Übles. Ich ahne Übles. So. Gut. Auf geht's nach Salem. In Salems Museum. Ja, und ihr seht schon, Warnung, wenn du zur letzten Begegnung voranschreitest, kannst du nicht mehr nach Salem zurück. Möchtest du fortfahren? Wir fahren fort. Und, ja. Niemand verdient es, ermordet zu werden. Und wenn der Psychopath, der versucht, jemanden umzubringen, behauptet, er tue es für die Gerechtigkeit, dann ist das nur noch verdrehter. Sieht schon mal nicht gut aus hier. Oje. Wir sollen Joy retten. Auf geht's. Joy! Ronan, Hilfe! Keinen Schritt weiter. Nein, nicht du, Rex. Das hat nichts mit ihr zu tun, Abigail. Oh doch, hat es sehr wohl. 300 Jahre lang haben wir Hexen hingerichtet, die unsere schöne Stadt verdammt. Da unten, los! Die ihren dämonischen Vertrag verheimlichen und über Kräfte verfügen, die sie nicht haben sollen. Genau wie du. Wag es ja nicht, sie mit mir zu vergleichen. Ruhig, ruhig. Hände hoch! Hilfe! Mach jetzt keine Dummheit. Hände hoch! Hören Sie auf damit! Hände hoch! Sofort! Abigail, nein! Du Stück Scheiße. Was tust du? Nicht jetzt. Du warst es. Ich wollte nicht, dass du der Wahrheit näher kommst. Ronan, tu was! Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. So, wir haben 20 Sekunden Zeit, um sie zu retten. Und das tun wir doch gleich. Zack, Besitz ergreifen, beeinflussen. Was war das nochmal? Wo war das? Hier. Einmal den lauten Schrei, komm. Joy, ich weiß, dass du das kannst. Ist vorbei, Abigail.
Nein, komm! So. Die Zeit ist gekommen, Abigail Williams. Nein. Geißel Salems, es ist Zeit für deine Sünden zu büßen. Das darf einfach nicht sein. Du willst Erinnerungen gegen mich verwenden? Das Spiel spiele ich gern mit. Ich kenne die Wahrheit über deinen Tod, aber immer noch nicht die über meinen. Hast du Rex benutzt, um mich zu töten? Rex war der Einflussreichste. Er wurde respektiert, der gefürchtetste Angstträger der Stadt. Natürlich habe ich das. Wie kann Rex der Mörder sein? Wie kann Rex der Mörder sein? Der Mörder von Rose hatte blaue Augen, aber Rex nicht. Ich habe nicht immer dieselbe Person für meine Morde benutzt. Baxter. Warum hast du Baxter getötet? Irgendwann bringe ich alle Mörder um, die ich benutze. Besonders die, die der Wahrheit zu nahe kommen. Ich war in der Wohnung nicht mal nah an der Wahrheit. Ich war keiner deiner Mörder. Warum musste ich sterben? Wie könnte ich? Du hast mich benutzt. Nein! Bis mein Ende ist, nehme ich dich mit. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir alle haben eine dunkle Seite. Manchmal ist sie offensichtlich, manchmal nicht. Wenn wir Glück haben, bleibt unsere dunkle Seite verborgen. Nach dem Gesetz war Rex ein Mörder. Aber das Gesetz sieht nicht immer die Wahrheit. Joy tat es. Und sie würde nie Anklage erheben. Würde Rex vielleicht sogar helfen, Spuren zu verwischen. Eins ist sicher. Sie ist ein besserer Mensch, als ich es in ihrem Alter war. Ein Kind, das Vergebung verdient. Sie hat ihren Preis bezahlt. Und ein paar kleine Verbrechen auf der Suche nach ihrer Mutter, nun... Selbst die härtesten Cops würden ihr dafür vergeben. Mom? Kein
kein Glockenmord mehr seit der Nacht, in der Abigail ihr Ende fand. Der Fall wurde offiziell nie geschlossen. Aber Erinnerungen verblassen, Zeit heilt Wunden. Mit etwas Glück kann Salem seinen Frieden finden. Der Tod begleicht alle Schulden, hat mein Vater immer gesagt. Ewig habe ich das geglaubt. Aber die Wahrheit ist, das Leben ist nicht vorbei, bis du ehrlich mit deiner Schuld umgehst. Du musst reinen Tisch machen, deine Schulden bezahlen. Erst dann kannst du weiterziehen. Ronan? Damit hätten wir Murdered Soul Suspect abgeschlossen. Ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, ich werde entweder online, also wenn ihr wollt, dass ich natürlich noch die ganzen anderen Geschichten aufdecke, werde ich das selbstverständlich noch für euch tun. Das müsst ihr mir dann am besten in die Kommentare schreiben oder so. Am liebsten wäre mir natürlich dann auch noch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wir gucken uns jetzt zum Abschluss den Abspann an. Und dann würde ich sagen, das Spiel ist beendet. Mein Fazit zu dem Spiel: Für den Preis, den ich bezahlt habe, ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Mit Überraschungsmomenten. Allerdings auch etwas traurigeren Momenten. Ich meine, wenn man sich mal die Geschichten anguckt, zum Beispiel die Geschichte der Todesfee im Glockenturm, also in der Kirche, die Geschichte. Ja, das wäre so eine kleine Sache, die wäre, ja, weiß ich, wie man das beschreiben soll, ne? Und hier sehen wir halt auch nochmal, wer alles mitgearbeitet hat. Yoko Oshiyama, Senior Manager, Mike Sherlock, Chief Operating Officer, Keith P. Maritz, QA Administrator und noch ganz viele andere Leute. Das Spiel an sich ist es auf jeden Fall wert, angeguckt zu werden, gespielt zu werden. Schöne Szenen drin, kann man sagen. Die Grafik ist auch dementsprechend in Ordnung. Das Einzige, was mich halt ein bisschen gestört hatte, war halt die Passagen mit den Dämonen. Aber gut, irgendwo muss man ja auch eine kleinere Bedrohung haben als Geist. Wobei man das ein bisschen anders hätte auch noch machen können. Ich wüsste jetzt zwar nicht wie, aber ich denke mal, das hätte man auch ein bisschen anders lösen können mit den Dämonen, dass sie dann eventuell, keine Ahnung. Mir fällt jetzt so auf Anhieb nichts ein. Ja, im Endeffekt ist Abigail, die vor 300 Jahren gehängt worden ist, unsere Mörderin gewesen, beziehungsweise es war ja rein theoretisch erst Rex. Unser Schwager hat uns getötet, allerdings nur, weil er besessen war von Abigail, wie wir es eben gesehen haben. Und da sie ja auch gesagt hat, dass sie ihre Werkzeuge dementsprechend selbst auch vernichtet, ja, scheint wohl, dass uns hinters Licht geführt hat und auch uns benutzt hat für den Mord an der kleinen Sophia, glaube ich, hieße, die wir im besessenen Zustand ertrunken haben. Ja, an für sich, mein Fazit zum Spiel, wenn es 10 Punkte geben würde, sagen wir mal 7 von 10. 7 von 10 Punkten, das ist eine gute Quote. Wie gesagt, es sind so ein paar Kleinigkeiten, auch kleinere Bugs noch, wie zum Beispiel, wenn man auf Start drückt, dass das Einsatzziel dann lautet, dann untersuche die Zentrale oder ein paar kleinere Sachen. Hier haben wir nochmal Special Thanks zu diversen Leuten, wie David Petty, Dominic Hanesios, Doug Erickson, Even Major, keine Ahnung, Fabien Rossini, aha. Oh Gott, den Namen kann ich nicht aussprechen. Kai Gushima, Kim Lorena Pfeiffer, Delise Singleton, die Lena Collien, die Lisa Katsuyama,
der mag Titherich, Titherite, I don't know. Wie gesagt, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Demnächst wird ein neues Projekt von mir kommen. Ich weiß aber allerdings noch nicht, welches. Ich werde einfach mal gucken. Ich werde da garantiert schon was finden. Wo vielleicht Final Fantasy 5 eventuell. Oder, ja, mal keine Ahnung. Abwarten, ne? Sonic Adventure wäre noch eine Möglichkeit. Ach, es gibt so viele schöne Spiele. Wir warten, bis der Abspann vorbei ist. Und dann verabschiede ich mich auch schon mal. Auch ein Dank an Dowing Rachel für den Charakterattest. Jawohl. Ja, so die Effekte, kann man sagen, ist in Ordnung gewesen. Der Mord an uns, der war natürlich richtig episch. Also ich meine, die Szene, die war echt klasse. Und ich hoffe, euch hat das Spiel selber auch gefallen. Wenn euch gefallen hat, unterstützt doch die Entwickler von Square Enix, damit sie weiter so tolle Spiele spielen. Ich habe ein bisschen so im Gefühl, dass es vielleicht noch eine Fortsetzung von Murdered Soul Suspect gibt. Allerdings bin ich mir da noch nicht mal so sicher. Vielleicht, also es war mal was Neues. Es war ein Detektiv-Thriller, wie ich so schön sage. Ja. Ansonsten, was kann man da noch zuordnen? Und für ein Genre? Puzzle-Genre? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall ist es kein RPG. Nee, definitiv nicht. Man hat kein Skillsystem, man hat keine Talente, dies, das, alles das. Vielleicht kommt auch von mir noch ein Let's Play Together mit ein paar Kollegen, mit denen ich gut klarkomme. Ja, ansonsten schauen wir mal, das sollte jetzt gleich bald mal zu Ende sein. Und hier haben wir nochmal von der EBSA Group, Kaffadonna, den Martin Cayley, die Strohschein Cheryl, Schwela Jorinda, okay, what the fuck, das ist ein Name, den will ich nicht aussprechen. Ein großes Dankeschön an Dorty Lane, Dumana J, John Edged, William, Hale Johnson, Hale Jess, Harrington, Andrew, Hess, Gregory, Hackinger, Philip, der Hurst, Alistair, was macht der denn hier? der Holt Thomas, der Howell Jeffrey, Johnston Travis, Junker Jonathan, Juno Douglas. Ja, da ist noch ein Familienmitglied da. Jo, ein kleines, aber feines Spielchen. Für den Preis, den man bezahlt, ein relativ gutes Spiel. Wenn man natürlich noch alles sucht und sammelt, dann hat man natürlich noch mehr von dem Spiel. Tja, dann wird der Part halt ein bisschen überlänger, aber damit kann man auch leben, ne? Gucken wir uns schön noch die Credits an. Den Wolf, ein Dankeschön an den Wolf Isaac, genau. Die VMC-Tester sind der Asus Daniel, Functionality-Tester. Bicky David, Functionality-Tester. Boyce Steven, der Steven aus der Buchhaltung, jawohl. Ambert Compliance-Tester, I don't know, was das heißt, keine Ahnung. Ja, der Potter, oh Gott, der Harry Potter, nein, der Potter John, das ist der Testleader. Der Riley Sean, der Smith Matthew, Sutter Billy und, wie sie alle heißen, Adrian Jackson, David, oh Gott, Kilpatrick, jawohl, Chris Bacci, James Rockers, Tim Gottschalk, hallo Tim Gottschalk. So, wie gesagt, wie das Spiel auf der Konsole ist, ich kann es euch leider nicht sagen, ich hab's jetzt nur auf dem PC. Ja. Sollte doch jetzt langsam mal zu Ende sein. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder keine Ahnung. Wir gucken uns auf jeden Fall die ganzen Credits an. Da wird es halt ein bisschen länger. Ihr könnt ja schon mal abschalten, wenn ihr möchtet. Ich werde mal schauen, was ich als nächstes Let's Playen werde. Vielleicht ein Super Nintendo Spiel. Mal sehen. Da gab es ja auch ganz tolle Titel. Wie zum Beispiel Secret of Amor, Secret of Mana, Terranigma, Mystic Quest Legend. Och, da gab es so viele. Ja, Giant Studios. Don,
Connor Murphy, der Motion Editor. Dann von Blind Light, Timothy Cabezon, Casting und Produktion, Supervisor. Dann der Herr Harry Burkle. Dann der Bekal L. Bogdanov. Hört sich irgendwie indisch an oder so. Die Voice Actors hier. Der Jason Brooks hat den Ronan O'Connor gesprochen. Die Cassidy Lehrmann hat den Joy Foster gesprochen. Travis Willingham, Javier Rex Rice. Tiffany Espenson, Abigail Williams. Laura Harrison, Abigail Williams. Body Performance, Hannah Tell, Bruno Amato, Taylor Collier. Steve Brown, Don Fischer, Tim Desan, der Officer. Der Kim Sven, die Frau von dem O'Connor. Und noch ganz viele andere. Ganz, ganz viele andere. Der Greg Winter zum Beispiel. Der Holly Hawkins. Der Hope Levy. Der Jan Jones. Oder Jones. Ach, keine Ahnung. So viele Namen. Wie gesagt, wenn euch das Spiel gefallen hat, spielt es selber. Bildet euch eure eigene Meinung. Mein Fazit zum Spiel habt ihr ja schon gehört. Ich gebe ihr dem Spiel 7 bis 8 von 10 Punkten. Die Dämonenpassagen haben mich ein bisschen geärgert. Aber ansonsten war das Spiel eigentlich ganz gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Dann haben wir hier noch den Motion Capture. Genau. Da kommen die ganzen Stunt-Actors. Für was für Stunts denn bitte? Für die Stunts aus dem Fenster fliegen oder was? Okay. Ja. Wird das hier nochmal was? Happy Feet Foley. Wie gesagt, wenn ihr noch möchtet, dass ich die ganzen Geschichten aufdecke, dann tue ich das gerne für euch. Schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann werde ich dementsprechend noch 2-3 Special Parts hinzufügen, wo ich dann alles sammle. Oder ich sammle es offscreen. Wie ihr möchtet, das müsst ihr mir halt sagen. Und jetzt kommt das Unreal-Zeichen. Jawohl, Unreal Engine. Wurde alles mit der Unreal Engine gemacht, ja. Powered by VW Weiss, Nvidia and Physics Boss Style and Non-Styled Trademarked or Registered Trademarks of Nvidia Corporation, ja, das übliche. Physics by Nvidia, Bing Video, ein Spiel voller Cutscenes, wenn man so sagen will. Autodesk Scaleform war auch dabei. Jawohl. Was ihr eben nicht gesehen hattet, ich habe einen Erfolg bekommen. Dafür, dass ich die Geschichte aufgedeckt hatte. Die Geschichte im Haus des Urteils. Da ich das Spiel im Fenstermodus spiele, sieht man das nicht. Unbedingt. So. Haben wir es dann durch? Dolby Digital, jawohl. Und damit wäre das Spiel abgeschlossen. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und sage dann mal, wir sehen uns im nächsten im nächsten Let's Play, wenn es wieder heißt, Nighty Zockt spielt für euch Let's Plays von einem anderen Stern. Ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Spiel. Bye bye.